Willkommen zum neuen Video, Freunde, und ich hoffe, es geht euch allen gut. Heute habe ich 15 Easter Eggs für euch, die jeder mal gesehen haben muss. Viel Spaß! Das erste Easter Egg, was ich heute für euch habe, geht um Breaking Bad. Und zwar könnt ihr in High on Life eine Pizza auf einem Dach finden. Das ist eine Referenz zu einer Szene aus Breaking Bad, wo Walter White sich mit seiner Frau streitet und nach dem Streit ist er so wütend, dass er die Pizza in die Luft wirft und diese auf dem Dach landet. Das zweite Easter Egg finden wir in GTA Vice City. Und zwar kann man auf der Vorderseite eines Hotels, welches gegenüber vom Malibu Club ist, ein spezielles Lichtermuster erkennen. Bei dem dritten Easter Egg haben sich die Entwickler selbst übertroffen. Und zwar könnt ihr in God of War, nachdem ihr Ares besiegt habt, zwei Statuen im Thronsaal zerstören. Dann erscheint eine Botschaft mit Zahlen. Wenn man diese Zahlen in die richtige Reihenfolge ordnet, entsteht eine amerikanische Telefonnummer. Wenn man diese anruft, gratuliert Kratos dir zu deinem Sieg über Ares. I offer you my congratulations and my respect. Im vierten Easter Egg hat Assassin's Creed einen Cameo-Auftritt in The Witcher 2. Und zwar muss man relativ am Anfang im Prolog eine Balliste laden. Wenn man ein bisschen abseits die Straßen erkundet, kann man einen Assassinen vorfinden, der seinen Todessprung nicht überlebt hat. Im fünften Easter Egg können wir auf Rick and Morty treffen. Und zwar, wenn ihr in Borderlands 3 auf dem Planeten Promethea nach Lectra City reist, trefft ihr mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit auf die Gegner Rick and Morty. Alleine die Namen sind ja schon Referenz genug. Aber wenn man die zwei Gegner noch besiegt, erhält man die Waffe Redundant Savvy Fabbard, welche auch an die Rick and Morty Serie angelehnt ist. Im sechsten Easter Egg hat sich in Assassin's Creed Valhalla Game of Thrones eingeschleust. Und zwar könnt ihr in der Region East Anglia, in der Festung in Dunwix, eine Zelle vorfinden, wo Tyrion Lannister in Game of Thrones gefangen gehalten wurde. Das siebte Easter Egg ist eine kleine Hommage an Final Fantasy. Und zwar könnt ihr in Deus Ex Human Revolution in Pritchards Büro folgendes Poster finden. Im achten Easter Egg dreht es sich wieder um Breaking Bad. Und zwar könnt ihr im aktuellsten Call of Duty MW2, nämlich das Wohnmobil, vorfinden, wo drin Walter sein Business gestartet hat. Dieses könnt ihr auf der Map Santa Cena finden. Das neunte Easter Egg ist auch eines meiner Favorites. Und zwar könnt ihr in Cyberpunk 2077 Hideo Kojima finden. Und der Mann sollte eigentlich fast jedem bekannt sein. Und zwar könnt ihr ihn treffen, wenn ihr in der Mission, wo ihr den Raubüberfall im Hotel machen müsst, einen kleinen Abstecher in die Bar macht. Dort sieht ihr nämlich, wie Hideo Kojima mit ein paar Leuten ein paar Drinks genießt. Im 10. Easter Egg geht es um God of War Ragnarök. Ihr könnt dann nämlich Ratatoska beschwören und man kann ihn ziemlich verärgern. Wenn ihr ihn nämlich bereits beschworen habt und man die Axt oft genug auf das Windspiel wirft, rastet er immer mehr und mehr aus, bis er irgendwann richtig eskaliert. Stop with the stupid chime! Oh, oh dear. I'm sorry. Das 10. Easter Egg ist eine kleine Anspielung auf Jack and Dexter. Und zwar könnt ihr in The Last of Us Part 2 am Seattle Tag 1 in der Mission Feindliches Gebiet einen Precursor Orb aus den Jack and Dexter Spielen finden. Außerdem bekommt man noch die Trophäe Relikt der Weisen, wenn man dieses aufsammelt. Das Spiel hat, glaube ich, jedem gefallen und jeder ist auch ein bisschen dran verzweifelt. Und zwar geht es im 11. Easter Egg um Elden Ring. Nachdem man nämlich einen Gegner namens Leonine Misbegotten besiegt hat, erhält man ein Schwert, was ziemlich stark den Thron von Game of Thrones ähnelt. GTA San Andreas darf natürlich auch nicht fehlen. Und zwar ist das 12. Easter Egg eigentlich gar kein Easter Egg. Wenn ihr nämlich auf der Spitze der Gaunt Bridge seid, findet man ein Easter Egg mit der Aufschrift: Hier oben sind keine Easter Eggs. Geh weg! Das 13. Easter Egg ist an God of War angelehnt. Und zwar findet ihr in Horizon Forbidden West das sogenannte Totem der Jugend. Nähert ihr euch diesem Totem, könnt ihr erkennen, dass dieses sehr stark Atreus ähnelt, dem Sohn von Kratos. In Wolfenstein The New Order finden wir das 14. Easter Egg. Und zwar könnt ihr euch dort im Safehouse auf einer dreckigen Matratze ausruhen. Wenn ihr mit dieser Matratze interagiert, landet ihr in Wolfenstein 3D The New Order's Age und könnt somit nochmal die Retro-Version von Wolfenstein genießen. Das 15. und auch letzte Easter Egg für heute ist in Dying Light 2. Und zwar könnt ihr dort ein Schwert finden, welches an das Schwert von Link aus The Legends of Zelda angelehnt ist. Der Name des Schwerts ist das sogenannte Mistress Sword. Und zwar muss man 5 schwarze Enten finden und diese im Doom-Raum platzieren. Danach muss man die Hangar-Challenge aktivieren. Ihr müsst die Challenge jedoch nicht erfolgreich abschließen. Sobald ihr einmal die Challenge gespielt habt, bekommt ihr ein Blueprint für das Schwert. Vom Look her könnte man schon sagen, dass es in die Zelda-Spiele gehört. Das war's mit dem Video, Freunde, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und schreibt mir gerne Easter Eggs in die Kommentare. Vielleicht erscheinen sie ja dann im nächsten Video. Ciao!